Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Elex. Wir sind gerade mit Duras immer noch unterwegs und wollen hier nach Goliath, der Stadt vor uns. Ist nicht mehr weit, wir sind gleich da. Also wir haben die Chance genutzt hier, wenn er uns begleitet, dass wir hier und da mal ein bisschen abseits des Weges gucken und ein paar Gegenstände sammeln, damit wir hier einen ganz guten Start hinbekommen. Da hinten ist schon wieder ein Gegner. Das sollten wir Duras mal vorlaufen lassen. Der fungiert hier so ein bisschen als Tank, damit er den Schaden von uns abhalten kann. Wobei die Gegner hier am Anfang noch relativ einfach sind. Also es gibt auch normale Hornwölfe. Das hier ist jetzt ein junger Hornwolf. Die sind noch relativ einfach. Die könnten wir auch alleine schaffen, wenn wir uns geschickt anstellen. Und die normalen Hornwölfe aber zum Beispiel sind schon relativ schwer für uns am Anfang. Deswegen, ich würde euch bei Spielen von Piranha Bytes generell immer empfehlen, am Anfang erstmal in Städte zu gehen, dort mit den Leuten zu sprechen, dort Erfahrungspunkte zu sammeln. Oft bekommt ihr Missionen, die euch erstmal nur Botengänge oder Mitteilungen ausrichten lassen und wofür ihr dann Erfahrung bekommt. Und dann könnt ihr so ganz einfach mal die eine oder andere Stufe mitnehmen, die manchmal schon ja, den Unterschied bringen kann. Also und ihr solltet, wenn möglich, euch auch auf eine Sache spezialisieren. Also ihr solltet nicht versuchen, alles zu können, sondern seid Magier, seid ein Bogenschütze oder seid halt Nahkämpfer. Bogenschütze und Nahkampf kann man ganz gut miteinander kombinieren. Das geht schon, aber man sollte nicht versuchen, Einhänder zu lernen, Zweihänder zu perfektionieren, Armbrustschütze zu sein, Bogenschütze und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Dann wird das Spiel nur unnötig schwerer für euch. So, da ist die Stadt. Wir haben den Teleporter hier freigeschaltet. Ab hier solltest du dich alleine zurechtfinden. Rüste dich hier in der Stadt aus und dann... Ich komme klar, danke. Vergiss nicht, du bist schwach. Du brauchst etwas, um dich zu verteidigen. Sieh dich ruhig bei uns hier um. Wer weiß, vielleicht schließt du dich eines Tages sogar den Berserkern an. Wie steht es um die Separatisten hier in Edan? Separatisten? Diese Splittergruppe der Alps? Ich hörte, das seien Terroristen. Sie sind jedenfalls nicht ungefährlich. Paar, das versteht ein Wilder wie du schon von solchen Dingen. Ich sag mal, immerhin kämpfen sie gegen die Alps. Immerhin kämpfen sie gegen die Alps. Die Separatisten sind unseren Feinden auf jeden Fall am nächsten. Es sind immer noch Alps, auch wenn sie nicht mehr der Direktive der Alps folgen. Diese Terroristen verstecken sich und operieren aus dem Hinterhalt. Also pass besser auf, wenn du mal einem von ihnen begegnest. Mach deinen Weg, Flüchtling. Ich muss jetzt gehen. Ich bin ganz oben bei meinem Warlord Ragnar zu finden, wenn du mal wieder Schützenhilfe brauchst. Okay, vielen Dank, Duras. Drücke L, um dein nächstes Missionsziel in deinem Agio Tower zu markieren. Ja, hier haben wir unsere Mission, die wir jetzt so mit der Zeit bekommen haben. Überleben, das ist die erste Mission, die wir bekommen haben. Magellan ist ein gefährlicher Planet für einen Abtrünnigen. Gejagt von wilden Kreaturen und meinem eigenen Leuten muss ich eine Siedlung der freien Menschen erreichen, um erst einmal in Sicherheit zu sein. Ja, wenn wir drin sind, wird die, glaube ich, erstmal erledigt sein. Oder da wird eine weitere Mission danach kommen. Ist halt Hauptmission, deswegen gehe ich davon aus. Kontakt, da ist ein kleiner Vorposten der Alps an einem Waldrand von Edan. Ich sollte mich ihnen zu erkennen geben. Mal sehen, was mein Wort noch wert ist. Sollten sie meine Autorität nicht mehr anerkennen, dann puste ich sie halt weg. So, Rachefeldzug. Kallax hat mich verraten. Mehr noch, er hat versucht, mich zu töten. Ich werde nicht eher Ruhe geben, bis er vor mir im Dreck liegt. Das ist die Triebfeder, die mich weitermachen lässt. Es wird ein langer Weg durch viele Widrigkeiten sein. Ich bin schwach und muss zu meiner alten Stärke zurückfinden, um meine Rückkehr vorzubereiten, damit ich eine Chance gegen Kallax habe. Kallax ist hier das Regal von Ikea. Nein, Quatsch. Das ist der Typ, der uns in der Zwischensequenz am Anfang angeschossen hat und wo wir dann von dem Berg gefallen sind.
Refugium der Separatisten. Die Separatisten sind den Alps immer noch am nächsten, auch wenn sie nicht mehr derselben Direktive folgen. Wenn ich meinem Ziel näher kommen will, sollte ich mich mit dem Kopf des Separatisten unterhalten. Dazu muss ich ihn aber erst einmal finden. Irgendwo muss das Rattennest ja sein. Und gestohlene Gerätschaften. Während meiner Bewusstlosigkeit in den Bergen nach meiner Exekution bin ich bestohlen worden. Kram, den ich jetzt gut gebrauchen könnte, wenn ich diesen Kerl erwische. Ja, das haben wir halt auch schon mitbekommen. Und hier unsere Gefährten. Ein Krieger der Berserker. Der Berserker Duras scheint ein vielversprechender Waffengefährte zu sein. Möglicherweise eine gute Verstärkung. Eine halbdefekte Blechdose. Quoni U3 haben wir gefunden vor dem Gebäude am Anfang, wo wir reingegangen sind. Der war leider nicht mehr zu gebrauchen. Aber es gibt auch noch ein Quoni U4. Einer meiner Kampfdrohnen hat den Absturz offenbar mit einigen Schäden überstanden. Wenn ich ihn reparieren kann, ist er sicher ein vielversprechender Waffengefährte. Ja, wir können halt auch in Elax uns natürlich Waffengefährten zusammensuchen, die uns dann auf unseren Missionen begleiten. So viel dazu. Nochmal bezüglich der Erfahrungspunkte und gerade am Anfang, wie diese am schnellsten zu bekommen sind. Ihr habt jetzt gesehen, Duras hat uns einfach nur hier zu dem Lager eskortiert. Und ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber wir haben bestimmt 600 oder 800 Erfahrungspunkte bekommen. Einfach durch die Gespräche mit ihm dann. Und ihr seht schon, es ist eine gute Möglichkeit, um hier Erfahrungspunkte zu bekommen. Gerade für den Anfang. Ja. Halt! Dein Gesicht kenne ich nicht. Vor kurzem ist dein Gleiter der Alps über Edan abgestürzt. Darum ist es besser, wenn wir Nebelkrähen alles und jeden kontrollieren. Man kann schließlich nie wissen, was die Alps im Schilde führen. Duras kennt mich, kein Grund zur Sorge. Duras kennt mich, kein Grund zur Sorge. Ja und? Von mir aus kannst du seine Mutter ausgraben. Das ändert trotzdem nichts daran, dass du jetzt erst einmal mit mir sprichst. Aber bevor du mir noch seinen Familienstammbaum unterbreitest, kürze ich das ab. Wärst du tatsächlich im Dienste der Alps, würdest du wohl kaum versuchen, mit Worten an mir vorbeizukommen. Eine letzte Sache noch, bevor ich dich passieren lasse. In Goliath wird nicht geklaut und die Waffen bleiben stecken. Nicht mehr, aber auch nicht weniger erwarte ich von dir. Schon klar. Gut, dann heiße ich dich im Namen der Berserker willkommen. Goliath ist stark befestigt. Goliath ist stark befestigt. Natürlich ist es das. Hier drin bist du sicher. Auch wenn sich unsere Clans manchmal uneinig sind, so bilden wir doch zusammen ein Bollwerk gegen die Bedrohung der emotionslosen Alps da draußen. Also, kann ich hier irgendwo unterkommen? Du meinst, ob wir ein freies Bett für dich haben? Sieh dich auf der unteren Ebene um. In der Nähe der Taverne oder bei den Setzern findet sich sicher ein Platz. Aber in fremden Häusern hast du nichts zu suchen. Machst du hier lange Finger, musst du dich dafür vor unseren Warlords verantworten. Wer sind die Nebelkrähen? Wer sind die Nebelkrähen? Die meisten Krieger in Goliath gehören den Nebelkrähen an. Sie sind neben dem Eisenclan und dem Hammerclan der dritte Clan in Goliath. Der Clan der Nebelkrähen steht für das Gleichgewicht und die Ordnung. Warlord Ragnar höchst selbst ist ihr Anführer. Wer? Jetzt sag nicht, du hast noch nie von Ragnar gehört. Ragnar der Stürmische. Ragnar, Sohn von Bjar, er ist der oberste Warlord hier in Goliath und wohnt oben in den Ruinen aus der alten Welt. Wer führt diese Stadt im Moment? Wer führt diese Stadt im Moment? Du solltest mir besser zuhören. Das habe ich dir doch schon erzählt. Solange Meister Thorald auf Pilgerreise ist, hat Ragnar, der oberste der Warlords, die Führung übernommen. Seine Behausung ist nicht zu übersehen. Er wohnt, sagen wir mal, recht eigenwillig. Vielleicht hast du auch Glück und begegnest ihm im unteren Viertel. Dort sieht er oft nach dem Rechten. Aber verscherz es dir nicht mit ihm. Er fackelt nicht lange. Schon kapiert. Gut. Denn er ist es auch, der darüber entscheidet, ob jemand bei uns aufgenommen wird. Also bau keinen Mist und halte dich an die Gesetze. Aber natürlich. Meister Thorald ist also nicht in der Stadt? Meister Thorald ist also nicht in der Stadt. Nein, er ist jetzt Pilger im Zeichen der Menschen von Edan und hat wichtige Dinge außerhalb dieser Mauern zu erledigen.
Er wird wiederkommen, sobald seine Mission erfolgreich ist. Bis dahin hat Warlord Ragnar von ihm die Befehlsgewalt über Goliath übertragen bekommen. Ja, sagtest du bereits. So, ich will mir ein paar Splitter verdienen. Ich will mir ein paar Splitter verdienen. Kannst du mit einer Waffe umgehen? Ich komme zurecht. Das ist schon mal gut. Aber packst du auch mit an? Oder machst du dir ungern die Hände schmutzig? Ja, noch etwas? Wenn es dir ernst ist, dann hör dich in der Stadt um. Aber ein kleiner Tipp unter Freunden. Verkauf dich nicht unter Wert. Wo kann ich denn nach Arbeit suchen? Wo kann ich nach Arbeit suchen? Sieh dich mal bei unseren Setzern um. Die stecken immer bis zum Hals in Arbeit. Ansonsten haben die Werker immer genug um die Ohren. Für jemanden wie dich, genau richtig. Und wenn du dann noch immer nicht ausgelastet bist, versuch dein Glück im Kriegerviertel. Lass dir aber ja nicht einfallen, mit Gewalt an die Splitter der anderen zu kommen. Das haben wir hier gar nicht gern. Okay, ich werde es mir merken. Werd's mir merken. So wollte ich das hören. Danke, Drog. Die Nebelkrähen beobachten dich. Ja, alles klar. Wir schauen uns vielleicht hier nochmal kurz vor der Festung um, was es hier noch so gibt. Scheint ja sicher zu sein, wenn die hier hin und her laufen. Such jemand anderen zum Reden. Okay, Setzerbrot ist auch nur zum Essen da. Eine Anleitung für einen kleinen Heiltrank. So, dann wollen wir mal nach oben und dort uns nochmal umschauen. So, runter kommen wir immer leichter dank unserer Schubdüsen hier. Was haben wir hier? Verschwinde von hier. Du hast hier nichts verloren. Ich gehe weiter, zur Not über deine Leiche. Was ist das hier? Was ist das hier? Das hier ist der Schlund. Hier bringen wir alle Maschinen hin, aus denen wir das Elex extrahiert haben. Aber auch sämtliche andere Technik, die in Goliath verboten ist, wird hierher gebracht. Und jetzt verschwinde! Okay, also so eine Art Müllhaufen. Gut, dann lassen wir den erstmal in Ruhe. Lass uns mal in die Stadt selber gehen. Gab's hier? Ah ja, Setzerbrot. So, das Ding ist, wenn man in Häuser reingeht, wo man nicht rein soll. Klau hier ja nichts. Ah, da ist schon einer. Die beobachten uns dann halt und sagen dann auch, hey, klau hier nichts, du hast hier nichts zu suchen und so ein Kram. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier reinlaufe, müsste das einer sehen, genau, der legt die Kiste wieder ab und folgt uns hier rein. Hast du dich verlaufen? Und ihr seht jetzt hier, steht es auch verboten. Wir dürfen das nicht nehmen. Ansonsten klauen wir. Aber wir wollen da natürlich trotzdem rein und plündern. Wir reden später. Müssen halt nur aufpassen, dass wir nicht erwischt werden. Zum Beispiel, indem wir schleichen. Er wird nicht rumgeschlichen. Hat uns eine gesehen?
gucken jetzt mal, ob wir hier die Sachen nehmen können, ohne entdeckt zu werden. Hier wird nicht rumgeschlichen. Hier wird nicht rumgeschlichen. Truhe ist eh leer. Da haben wir aber schon mal die ersten Sachen bekommen jetzt. Geklaut, ohne dass wir entdeckt wurden. Sonst hätten die uns nämlich angegriffen. Die sehen das nämlich gar nicht gerne, wenn man hier stiehlt. Das Problem ist, dass die jetzt hier zu gut aufpassen. Die haben das im Blick, wenn wir reinschleichen. Deswegen können wir da jetzt leider nicht mehr ausrichten. Aber wir behalten den Turm am Hinterkopf, dass wir da nochmal rein müssen. Auch hier werden wir natürlich alles plündern, was geht. Jetzt nicht. Nur ein Werker. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Da war ich ein bisschen voreilig. Ich habe direkt geplündert. Federvieh. Die können wir auch mal töten. Sagt zum Glück keiner was. Und wir kriegen nochmal wieder jeweils zwei Erfahrungspunkte. Ja, ob das nachher ausschlaggebend ist, Leute, sei mal dahingestellt. Aber ich nehme die immer ganz gerne mit. Ach, guck mal. Ein paar Ratten hier. Schimmliges Brot, nicht zum Verzehr geeignet. Ja, manchmal, wenn wir Sachen aufsammeln, aktualisiert sich auch schon eine Quest, ohne dass wir sie haben. Hier dieses schimmlige Brot ist für eine Quest. Aber die werden wir dann auch noch bekommen natürlich. Aber wir haben dann zum Beispiel schon mal das gesammelt, was wir für diese Quest brauchen, eben dieses Brot. Und ja, dann lass uns doch mal hier in die erste Hütte rein und mal mit den Leuten sprechen. Wo, ich gucke hier gerade nochmal, was haben wir hier noch so? Ja, auch nichts. Gut. So, und ihr seht schon, wenn wir jetzt hier halt stehlen, dann freuen die sich nicht so. Könnt ihr mal versuchen. Langbiss haben wir zum Beispiel schon mal ein ganz gutes Schwert. Krüge sind jetzt nicht so essentiell, aber haben wir auch. Sollen halt aufpassen, dass sie uns beim Schleichen nicht schon sehen. Sonst werden die auch auf uns aufmerksam und folgen uns dann meistens. Hier in dem Bereich werden wir wahrscheinlich nicht reinkommen. Ja, genau, da kommt sie dann schon direkt auf uns zu. Wir können ja trotzdem mal reinschleichen. Ich merke sofort, wenn jemand schleicht. So, sie war noch nicht da. Lass und hat uns ja nicht einfallen, etwas einzustecken. Noch nicht gesehen, deswegen konnten wir die Sachen jetzt holen. Ja, hier vorne wird natürlich schwierig zu klauen, weil sie hier alles im Blick hat. Diese gute Sinn da. Wenn du hier bist, um mich von der Arbeit abzuhalten, kannst du gleich wieder gehen. Jeder will etwas und ich soll es liefern. Aber darauf, wie ich das bewerkstelligen soll, weiß keiner eine Antwort. Um den Kampf gegen diese emotionslosen Alps zu gewinnen, braucht es mehr als eine Axt. Aber ein bisschen Kopfrechnen ist schon zu viel verlangt. Sollen Sie mit Ihren Zaubersprüchen doch das Zeug ran schaffen? Ich kann es jedenfalls nicht. Beruhig dich erstmal. Beruhig dich erst einmal. Ach, tu doch nicht so, als hättest du Mitleid. Typen wie dich interessiert doch nur unsere Magie. Und nicht die Probleme der einfachen Leute. Aber was bringt mir die Zauberei, wenn ich Hunger habe? Ich lasse mich jedenfalls nicht davon blenden. Auch wenn uns die Magie vor den Gefahren da draußen schützt, ersetzt sie keinen vollen Magen. Okay, was kann ich bei dir kaufen? Was kann ich bei dir kaufen? Ach, alles Mögliche. Aber meistens liefert man mir leider nicht das, was ich in Auftrag gegeben habe. Das Zeug kannst du von mir aus haben, solange du zahlst. Merke dir meine Worte.
Diese Stadt braucht mehr Planung, sonst wirtschaften wir uns noch selbst zugrunde. Okay, steht es wirklich so schlecht um die Stadt? Das kommt darauf an, wen du fragst. Wer nicht wie ich das große Ganze im Hinterkopf haben muss, der merkt sich ja nicht einmal, was hier abläuft. Steckst du in Schwierigkeiten? Das kannst du laut sagen. Der Eisenclan hat mir regelmäßige Lieferungen aus dem verbotenen Tal versprochen. Und? Wo bleiben meine Lieferungen? Gar nichts bekomme ich. Faules Pack. Wird Zeit, dass Meister Thorald von seiner Pilgerreise wieder zurückkommt. Warum erzähle ich dir das überhaupt? Kann ich dir vielleicht helfen? Ja, vielleicht kannst du das tatsächlich. Angrims Männer sind ein unfähiger Haufen gesetzesversessener Idioten. Ich war schon 100 Mal bei Angrim und habe gefragt, wo mein Nachschub bleibt. Alles, was ich höre, ist, sie sind noch unterwegs. Die sind schon verdammt lange noch unterwegs. Langsam glaube ich ihm das nicht mehr. Könntest du nicht mal mit Angrim reden? Vielleicht erzählt er dir ja mehr als mir. Nachschubschwierigkeiten, sagst du? Hört sich so an, als seid ihr ziemlich ausgebrannt. Tja, was soll ich sagen? Ein Krieger ist eben nur so gut wie seine Ausrüstung. Ja, das kenne ich. Mir wurde kürzlich meine gestohlen. Ach ja? Da hatte sicherlich einer dieser Outlaws seine Finger im Spiel, was? Meinst du? Klar, dieses diebische Pack lauert doch überall herum auf der Suche nach einem lukrativen Geschäft. Würde mich nicht wundern, wenn dein Kram schon längst in der Wüste Tavar auf dem Schwarzmarkt verscherbelt wird. Ich rede mal mit Angrim. Damit würdest du mir einen großen Gefallen erweisen. Frag ihn, wo meine Essenslieferungen aus dem Tal bleiben. Auch wenn die Jäger und Fischer dort nicht meine einzigen Quellen für Nachschub sind, kann ich nicht auf sie verzichten. Okay, dieser Meister Thorald, wo ist er gerade? Er ist schon sehr lange weg, sodass wir ihn hier nur noch den Pilger nennen. Wo genau, weiß niemand so richtig. Er hat einen wichtigen Auftrag irgendwo da draußen. Es hat wohl mit dem Elex und unserem Mana zu tun. Aber was genau? Keine Ahnung. So gut kenne ich mich mit der Magie nicht aus. Bring mir etwas bei. Natürlich. So, hier kannst du für deine Lernpunkte neue Fähigkeiten erwerben, sofern deine Attribute hoch genug sind. Gibt es sofort 10 zusätzliche Attributspunkte. Erfahrener Jäger, du bekommst mehr Erfahrung für getötete Feinde. Sollen wir vielleicht auch direkt am Anfang irgendwann machen, aber ja, bis wir 50 Intelligenz zusammen haben und 30 Gerissenheit, vergeht auf jeden Fall viel Zeit. Lesen gibt dir zusätzliche Erfahrung. Praktiker, du bekommst mehr Erfahrung für erledigte Missionen. Händler geben dir einen Rabatt. Kampftheorie erhöht deinen Kampfwert oder erhöht deinen Überlebenswert. Ja, 2 Lernpunkte haben wir schon. Wir gucken nochmal. Es geht noch weiter runter. Natürlich. Handwerkstheorie, Persönlichkeitstheorie erhöht deinen Persönlichkeitswert. Gruppe erhöht die Kampfkraft deiner Gefährten mit jeder Stufe. Advokat, zahle weniger für deine Verbrechen. Tierfreund, schwache Tiere greifen dich nicht mehr an. Gib dir einen zusätzlichen Attributspunkt mit jedem Levelaufstieg. Das sollten wir eigentlich mal machen, wenn wir Intelligenz auf 50 haben. Das ist, glaube ich, auch ziemlich am Anfang schon ganz gut. Ja, ausgeglichen emotional. Hier seht ihr schon, wenn unsere Kälte bei einem Wert liegt, bekommen wir einen Bonus auf bestimmte Sachen. Hier zum Beispiel auf den Nahkampfschaden oder halt, wenn wir synthetisch sind, auf Fernkampfschaden. Ja, die Fähigkeiten würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen. Achso, wir können auch nochmal gucken, was sie vielleicht so im Angebot hat. Persönlichkeit 4 haben wir noch nicht. Lass uns erstmal handeln. Ich will handeln. Gut, sieh dich nur um. So, da können wir mal gucken, was sie hier so hat. Eine dunkelgrüne Stoffkapuze. Aber ich glaube, sowas finden wir auch alles noch. Ja, hat jetzt nichts, was wir irgendwie gebrauchen könnten. Wir haben selber auch noch ein paar Sachen. Wir haben eben auch hier so ein Schwert geklaut. Da können wir mal gucken. Immer dieser Technikkram. Ob wir das schon verwenden können. Schlangenbiss. Ja, also ja, wir haben eine rostige Axt. Schaden 22, Schlangenbiss macht schon mal 41 plus 19.
im Gegensatz zu unserer jetzigen Waffe und hat auch noch Gift. Aber wir brauchen 30 Stärke und 60 Geschicklichkeit, bis wir dahin kommen, Leute. Das dauert leider noch. Gut, gehen wir hier erstmal raus und schauen uns hier vielleicht nochmal in dem Gebäude um. Eine Kriegerin. Ja, scheint eine Baracke zu sein. Ein Schlafhaus. Nö, ich suche nichts. Ich habe mich hier nur mal umgesehen, danke. Ja, der hat hier auch die Tür im Blick, der verfolgt uns sogar mit seinem Blick. Ja, kann er erstmal weggehen. Ja, die hat auch hier die Tür wieder im Blick. Rückenprobleme? Was machst ja, du da hier? Können wir auch nicht klauen, Leute. Sollen wir vielleicht warten, bis Nacht einbricht? Dann können wir hier die ganzen Häuser vielleicht mal leer räumen. Mal hinter den Häusern gucken. Ja, guck mal, was man hier nicht so alles findet. Einen großen Heiltrank. Fälle lassen sich auch ganz gut verkaufen. Die Sachen können wir auch so mitnehmen, da schert sich keiner dran, dass das geklaut sein könnte. Noch ein paar Pfeile. Haben wir eigentlich schon einen Bogen? Lass uns mal kurz gucken. Einen Setzerbogen haben wir. Den können wir sogar verwenden. Na, siehst du. So, zum Zielen halten und dann können wir hier den Bogenschützen spielen. Gang. Ah, sehen wir wieder nichts hier. Viel zu dunkel. Orans Schuldenbuch. Bis nachher. Okay, da geht's wieder raus. Gehen wir mal hier weiter. So, Orans Schuldenbuch haben wir aufgesammelt. Können wir auch mal reingucken. Was haben wir denn da Schönes? Sind da zweimal nicht bezahlt. Habe mir aus ihrem Lager als Gegenleistung einige Nahrungsmittel geben lassen. Drock bezahlt immer, aber wartet mir damit zu lange. Habe mir, während er betrunken war, seine Waffe als Pfand genommen. Angrim bezahlt nie. Einen Warlord zu bestehen ist gefährlich. Habe stattdessen Joras Splitterbeutel genommen, als er auf einen meiner Tische eingepennt ist. Alvar ist dauernd total breit und macht Ärger. Habe ihm ein paar seine Splitter abgenommen, als er total dicht im Schlamm lag. Habe ihm seine Waffe abgenommen, als er wieder mal total dicht im Schlamm lag. Und habe ihm die restlichen Splitter abgenommen. Er scheint nicht mehr zu kommen. Schade, er war ein guter Kunde. Ja, Alvar der Arme. Wer weiß, was wir mit diesem Schuldenbuch alles anstellen können. Da werden einige bestimmt ja, dieses Buch haben wollen. Wer bist du denn, Alrik? Nanu? Dich habe ich hier ja noch nie gesehen. Hm,
Irgendwann ist immer das erste Mal. Exakt. Aber warte mal, du bist anders. Und anders bedeutet... Sprich dich aus? Naja, anders bedeutet, dass wir beide sicherlich ins Geschäft kommen. Also gut. Also gut. Wusste ich es doch. Ich bin Alrik. Und wie du sicher zutreffend festgestellt hast, gehöre ich den Berserkern an. Genau genommen dem Clan der Nebelkrähen. Du könntest dich jetzt fragen, warum ich dir das erzähle, anstatt zu arbeiten. Nun, weil es meine Arbeit ist, mit Leuten wie dir ins Gespräch zu kommen und sie von dem zu überzeugen, was ich tue. Okay, und was genau tust du? Was genau tust du? Gut, das Eis ist gebrochen. Gehen wir ins Detail. Ich bin Händler. Immer auf der Suche nach der nächsten Rarität. Rarität? Ja, Dinge, die normalerweise nur schwer zu beschaffen sind. Als Gegenleistung biete ich natürlich eine stattliche Menge Elixit. Aber das nur ganz nebenbei erwähnt. Okay, du suchst also Raritäten. Du suchst also Raritäten. Gold, richtig. Ich will mich mal so ausdrücken. In der Stadt fällt jede Menge Arbeit an. Und da müssen auch viele Dinge beschafft werden. Die natürlich, wenn es nach den Warlords geht, nicht verloren gehen dürfen. Aber sollte dem doch so sein, würden wir beide davon profitieren. So einfach ist das. Okay, und mit welchen Gegenständen handelst du? Mit welchen Gegenständen handelst du? Alles Mögliche. Besondere Gegenstände behalte ich allerdings selber. Warum? Sagen wir der Einfachheit halber. Ich bin Sammler. Meine Auswahl ist allerdings begrenzt. Schließlich sind wir in Goliath. Solange die Regeln unserer verstaubten Ahnen gelten, darf ich nicht über die Stränge schlagen. Für uns Händler sind die so nützlich wie ein Furunkel am Arsch. Aber aus Angst vor dem Fortschritt wird sich daran wohl so schnell nichts ändern. Okay, wegen der Raritäten. Wegen der Raritäten. Ja? Wo ist der Haken? Wo liegt der Haken? Du verdienst dir eine hübsche Summe Elixit. Da gibt es keinen Haken. Verkauf mich nicht für dumm. Na schön. Natürlich gibt es einen. Dem ein oder anderen wird hier sicher nicht gefallen, wenn du mir das Zeug bringst, das für ihn bestimmt war. Aber was macht das schon? Du siehst nicht aus, als würde dich ein bisschen Gegenwind aus der Fassung bringen. Sind bei dir in letzter Zeit so etwas wie Alp-Ausrüstungsgegenstände aufgetaucht? Sind bei dir in letzter Zeit so etwas wie Alp-Ausrüstungsgegenstände aufgetaucht? Das wäre schon ziemlich heiße Ware, mein Freund. Eher etwas für die Outlaws und Banditen da draußen. Kürzlich begegnete ich einem üblen Kopfgeldjäger vor der Stadt, der auf der Suche nach einem Outlaw war. Also, wenn du hier länger überleben willst, dann hältst du dich besser von so etwas fern. Und was genau suchst du? Was genau suchst du? Nun, ein paar ausgewachsene Heilwurzeln sind schwer zu züchten. Und Born beauftragt nicht jeden mit dem Abernten. Weiter? Nichts weiter. Behalte lediglich im Hinterkopf, dass ich dir sicher mehr dafür gebe als er. Hast du auch einen speziellen Wunsch? Hast du auch einen speziellen Wunsch? Alle Sachen, die du mir bringst, sind speziell. Ich dachte eher an etwas außer der Reihe. Ach so. Ich weiß nicht, ob ich dir die Sache anvertrauen kann. Sie ist etwas heikel. Rück schon raus mit der Sprache. Na schön. Also Ragnar, der große Boss hier, hat etwas von großem Wert für mich. Ein Schwert, aber nicht irgendeins. Es ist das Schwert von Erik Eisenfaust. Okay, Erik Eisenfaust. Erik Eisenfaust? Einer der größten Krieger, den die Berserker hervorgebracht haben. Man sagt ihm nach, dass er vor einem halben Jahrhundert im Alleingang ein ganzes Heer von Kampfmaschinen nur mit seinem Schwert zerschlagen hat. Ich für meinen Teil glaube zwar, dass das Schwachsinn ist, aber das ändert nichts daran, dass die Berserker sich allem überlegen fühlen. Einige nennen ihn sogar Ahnenvater. Wer aber auch nur ein bisschen Geschichtswissen hat, weiß, dass das Mumpitz ist. Immerhin gab es die Berserker schon lange vor seiner Zeit. Trotzdem ändert das nichts an dem Wert des Schwertes, selbst wenn es mittlerweile schartig und unbrauchbar ist. Okay, ich besorge dir das Schwert. Ich besorge dir das Schwert. Das wollte ich hören. Pass aber auf, dass dich niemand erwischt. Wenn doch, legen sie dir sicher Daumenschrauben an und gerben dir das Fell. Also schnell rein und wieder raus. Keine Spielchen, verstanden? Ich mach das schon.
Gut. Ich kratz derweil deine Belohnung zusammen. Wonach bist du sonst noch auf der Suche? Du kennst doch sicher Jora, den Werker beim Schlund. Nein. Sollte ich? Nicht so wichtig. Du wirst ihn früher oder später noch kennenlernen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er bald wieder jemanden losschickt, elixhaltiges Zeug zu sammeln. Und ich denke, er hat schon genug von dem Zeug. Ich hingegen... Schon verstanden. Du willst, dass ich dir das Zeug bringe. Genau. Sprich mit ihm, wenn du die Einzelheiten wissen willst. Okay, was interessiert dich sonst noch? Dir ist mit Sicherheit schon der Mana-Schrein aufgefallen, oder? Dieses Riesending hier in der Mitte von Goliath. Ja, das ist schwer zu übersehen. Dort irgendwo treibt sich Kaldrim herum. Er überwacht die Ein- und Ausgänge von Elex zum Schrein. Wenn du es allerdings schaffst, an ein paar von diesen Elex-Paketen zu kommen, ich würde dir einen stattlichen Preis dafür zahlen. Okay, hast du sonst noch etwas auf der Liste? Nein, ich denke, das war vorerst alles. Wenn mir noch etwas einfällt, lasse ich es dich wissen. Alles klar. Die Klerikerwaffen zeigen wir jetzt mal nicht. Und damit haben wir dann auch schon wieder eine ganze Reihe von Aufträgen hier für Alrik. Gut, Leute, wir sind am Ende der Folge angelangt. Ich würde sagen, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Da würde ich mich sehr drüber freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin.